Moin Moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zum zweiten Part Kirby's Adventure für NES. Wir haben die erste Welt geschafft und sind nun in der Welt 2 angekommen. Insel der Gnome und genau dort geht es weiter. Natürlich immer noch als Schwertkämpfer, natürlich. Dann lasst uns mal das Schwert der Gerechtigkeit schwingen und mal gucken, was uns hier so erwartet. Hier sieht es auf jeden Fall nach Strandurlaub aus und ich muss sagen, es sieht irgendwie aus, als ob man jetzt hier das erste Mario Brothers spielt, oder? Erinnert euch doch mal, Mario Brothers 1-3, ne, das Level. Ja. So, hier an den Palmen müssen wir allerdings ein bisschen vorsichtig sein, denn diese komischen Früchte hier fallen nämlich auf einen runter und explodieren. Das wollen wir ja natürlich nicht, ne? Wir wollen ja hier nicht in die Luft gejagt werden. So, diese kleinen Tränke füllen uns übrigens auch Energie auf. Zwar nicht sehr viel, aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. Da hätten wir jetzt den Regenschirm kriegen können, aber ich persönlich mag diese Fähigkeit überhaupt nicht. Nein, nein. Okay. Gut gebracht hat es mir offenbar jetzt auch nicht wirklich was. Kann ich die kaputt machen? Oh, Tatsache, kann ich. Ist ja cool. So, wow. Der dreht aber durch. So, nicht ins Wasser fallen oder zumindest nicht so und so. Ja gut, wobei, das geht ja. Ich kann ja wieder raus. Ja, ihr Lieben, ganz viele neue Gegner sind auch noch mit dabei. Den Gegner zum Beispiel jetzt hier gerade, den ich als letztes getroffen habe, den solltet ihr übrigens nicht versuchen einzusaugen, weil, ja, der geht danach auf euch los. Dreht dann völlig durch. Ja, sowas kann auch mal passieren. So, weg da. Tschüss. Ah, ich liebe das Schwert. Bei meinem Schwert. Nein! Gib mir mein Schwert zurück. Ich wollte gerade sagen. So, Jan. Was war das? Da ist wohl gerade was explodiert. Alter, ich dachte schon, ich kassiere jetzt den nächsten Treffer. So. Na, kennt ihr den noch? Ja, unser Freund Lolo. Nee, Lololo. Ach, wie auch immer das Bäumchen nochmal hieß. So, au. Halt. Toll, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ganz toll. Wunderprächtig. So, ich habe einen Regenschirm. Den will ich aber nicht. Au! Komm her. So, jetzt sind wir halt ein Tornado und... Whee! Wie cool! Ja, Leute, sowas macht natürlich auch tierischen Spaß. Alter, der geht ab wie so ein Zäpfchen. So, und damit haben wir das erste Level geschafft und... Ja, haben das Bonusspiel mal wieder vergeigt. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, tatsächlich Kirby Triple Deluxe hieß das Spiel, was ich aktuell zocke. Ich habe es gerade extra nochmal geprüft, bevor ich euch da was Falsches erzähle. Ja, da bin ich jetzt auch, glaube ich, gerade in der vierten Welt angekommen. Ja, denn das Spiel finde ich ganz cool. Wie gesagt, aua, Kirby ist einer meiner Lieblingscharaktere und ich freue mich auch darauf, wie gesagt, euch dieses Spiel jetzt nun präsentieren zu dürfen. Whee! Aber offenbar bringt mir das hier gerade wirklich herzlich wenig. Aber zum Glück kann Kirby die Luft einsaugen und Luftbälle abschießen. Und mir hier... Au! Ach egal, die Fähigkeit will ich sowieso nicht haben. Ich muss aufpassen, denn ich bin gleich so gut wie tot. Das geht ja gar nicht, Leute. Ich hoffe, ich kriege gleich noch irgendwo... Ja, keine Ahnung. Energie? Das wäre jedenfalls ganz, ganz nett. Oha, und jetzt werden wir in die Wüste geschickt. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Nehmen wir das Schwert oder nehmen wir den Feuerball? Ich nehme das Schwert. Schwert ist sowieso cooler. So, und hier werden wir wahrscheinlich den nächsten Boss... Oh! Nein! Okay, das war dämlich. Das war selten dämlich. Ja, steht schon. Loser! Passt auch. Okay, gut, die Schwertfähigkeit ist bei dem Gegner für... Wow. Krieg dich mal wieder ein hier. Komm her. So, der wird gefressen. So. Ja, auf das Rad hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das dreht hier nämlich gerne mal ein bisschen durch. So. Flambieren wir mal das Gummi ein bisschen. Nein, eigentlich wollte ich es fressen, aber okay. Gut, dann eben nicht, dann sollte es nicht so sein. Sag mal, kommt euch das Klischee mit der zweiten Welt irgendwie, ist immer eine Wüste noch bekannt vor? Ja, aus Mario Brothers, ich weiß. Scheiße, den wollte ich eigentlich gerne fressen. So, schon besser. So, Reifen und hui! Auf geht's, alles plattrollen. So geht's natürlich auch, so kann man auch ein Level schaffen. Finde ich persönlich ganz geil. Whee! Ich muss sagen, das Rad ist einer meiner Lieblingsfähigkeiten. Finde ich voll cool. Weil man kann so richtig schön abgehen wie Schmidts Katze, aber man sollte natürlich auch ein bisschen aufpassen dabei. Nicht immer klappt es so, wie man will. So, und ich glaube, hier darf ich nochmal Kirby-Kran spielen. Oder?
Ja, genau. Benutze die Knöpfe, bla bla bla. Mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege. Ja, okay. Das hat mich gerade voll vergeigt. Wirklich. Very nice. So, schön weitermachen. So. Jetzt gib mir den Kirby. Gib mir den Kirby. Gib ihn her. Gib, 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 gib. Komm. Yes! Meins! Sehr schön. Zwei Leben, das finde ich doch very nice. Das ist doch nicht schlecht. So, weiter geht's in die dritte Welt. Oder ins dritte Level in dem Fall. So. Ganz vorsichtig. Okay, da falle ich wohl besser nicht runter. Muss ich wohl rüberfliegen. Blub, 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 blub. So, da geht's rein. So, vorsichtig. Nicht mit den Flattermann da zusammenkrachen. So. Schwert oder Reifen? Ich bleib beim Reifen. Ich bleibe beim... Nee. Okay, ich bleibe nicht beim Reifen. Nein! Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Na toll. Der Drake hat's mal wieder kaputt gemacht. Gibt's eigentlich mal was, das ich nicht kaputt kriege? Nein, natürlich nicht. Braucht ihr nicht von mir erwarten, Leute. Das braucht ihr nicht von mir erwarten. Aber vielleicht kann ich das ja resetten, weil soweit ich weiß, kommen die Gegner nämlich immer wieder. Daher lasst uns jetzt einfach mal... Na, siehst du, da ist er ja schon wieder. So, schon besser. So. Hoch da. Na komm, hau zu. Irgendwie will das gerade hier nicht so... Na komm, schlag zu. Funktioniert das etwa nicht, oder was? Ih, wie doof ist das denn? Ich habe mir jetzt extra die Schwertfähigkeit geholt und dann funktioniert der Shit nicht mal. Was ist das denn? Ich will zu gerne wissen, was da ist. Nee, stimmt, die Spezialattacken, die gibt es ja nur erst in den neueren Kirby. Ach man, das ist ja doof. Ja, okay, gut. Das kann ich nicht, kann ich vergessen. Da geht's nicht weiter. Dann ebenso. Schade, ich hätte zu gern gewusst, was hinter dieser Tür sich so versteckt. Aber naja, man kann halt nicht alles haben im Leben. Nein. Toll. Jetzt konnte ich das Ding nicht mal mehr einsaugen. Wie doof ist das denn? Wie doof ist das denn? Weg da. So, schön hoch da. So, schon besser. Blub, blub, blub. Diese Dinger fand ich ja schon immer so eklig. Au. Ja, da steht auch schon. Aua. So. Oh, sag mal, jetzt geht doch mal aus dem Weg hier. Toll. Und da oben komme ich jetzt natürlich auch nicht hin, was ich natürlich auch gerade richtig dumm finde. Ach Mensch. Okay, gut. Toll. Das kommt davon, wenn man die Gegner zu früh ausspuckt. Ich mache einen Abgang. Alter, wieso kommt ihr so schnell wieder? Ja, 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 ich weiß, ich stehe wieder kurz vor Game Over oder kurz vor Ende. So, du kommst her. Wow, und tschüss. Das war dumm gelaufen, Leute. Das war richtig dumm gelaufen. Naja, kann man nichts machen. So, du kommst her. Du wirst gefressen. Ebenfalls. Ja, Leute, diesen Gegner könnt ihr nämlich tatsächlich nur besiegen, indem ihr, ja, die Viecher frisst. Komm her. Tschüss. Okay, der ist nur ein bisschen zu riskant. Komm her. Ich sagte, komm her. Wenn du nicht willst, so brauche ich Gewalt. Au. Das tat weh. Aber er ist... Au! Mann! Seid doch mal nicht so unhöflich da oben. So. Alle gefressen, Leute. Auch ein interessanter Gegner, muss man ja sagen. So, da gibt's Energie für mich. Das gefällt mir. Weg da. Oh, nicht absaufen. Nicht absaufen. Das wär's ja noch, hier bei Kirby abzusaufen, Leute. Das wär's ja noch. So. Erstmal wieder nach oben. Du kannst da schon unten bleiben. Und da ist auch schon das Ende des Levels. Wundervoll. Hui! Sehr schön.
Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Und da haben wir das nächste Level. Nix wie hoch da. Scheiße, da wollte ich... Kann ich das Level wieder verlassen? Ja, kann ich. Gott sei Dank. Gut, dass man die Level hinterher auch wieder verlassen kann. So, was haben wir da? Okay. Das sieht ja interessant aus. Gucken wir mal. Was? Was? Ei der Dotter? Mit den Knöpfen öffnet sich, sich Kirbys Mund, um die Eier zu fangen. Ist aber niemals eine von den Bomben. Okay. Au. Toll. Habe ich ja super hingekriegt, Leute, ne? Oh, Mann. Okay, diese Minispiele sind eindeutig nichts für mich. Egal, gehen wir ins himmlische Reich hier. So. Muss nur aufpassen, dass ich nicht zu früh springe, weil wenn ich natürlich einen Gegner im Maul habe, kann ich hier natürlich nicht rumspringen. Ärgerlicherweise, versteht sich. So, gucken wir mal, was haben wir hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier vielleicht noch nicht hätte... One-Up ist... Au! Ist natürlich immer gut. Ein extra Leben kann natürlich nie schaden. So. So. Die Fähigkeit nehme ich doch sogar sehr gerne mit. Ich wollte sagen, nicht abstürzen. So, weg. Feuer frei. Ich fackel euch alle ab, alle wie ihr da seid. Tschüss. Sehr schön. Ja, ne, den Stein will ich nicht haben. So, wer ist denn jetzt mein Gegner? Ach, mein persönlicher Wecker. Komm, gib das her. So, komm her. Nee, du kannst mich mal. Die Fähigkeit finde ich sowieso total doof. Sie macht zwar alle Gegner kaputt, die ihr hier findet, aber die könnt ihr, glaube ich, nur dreimal einwenden und ich bevorzuge eine Fähigkeit, die ich nicht dauernd immer austauschen muss. So, weg da. Ja, diese Viecher, die so niedlich die auch aussehen. Ich zeige euch mal was. Tja, und das passiert... Nein, au. Wenn ihr sie dann versucht zu fressen. Die gehen dann auf euch los und explodieren nach einer Weile. Okay, gut. Das sieht danach aus, als ob ich dich brauche. Dann komm mal her. So, jetzt können wir mit Laser arbeiten. Und ich krieg mein nächstes Leben. Leben kann man nie genug haben, finde ich. Niemals. Weg da. Achso, Quatsch. Nee, die Kanonen kann man ja gar nicht besiegen. Ich vergesse das auch immer wieder. So, was haben wir da? Gucken wir doch mal. Tschüss. So. Vorsichtig. Verzieh dich. So. Ich meine, so ein Laser-Kirby hat auch nicht jeder. Den hat auch nicht jeder. Ich muss sagen, die Fähigkeit finde ich gar nicht so toll. Mal gucken, ob sich hier noch was Besseres anbietet. Aber besser als gar keine zu haben. Wow. Vorsichtig, Freundchen. Mein lieber Freund und Kupferstecher. So ja nun nicht. Nee, Elektro muss ich jetzt nicht unbedingt haben. In neueren Spielen finde ich Elektro ganz cool. Ach, so, du kommst her. Du gefällst mir nämlich besser. So. Und da sind wir wieder am Ende des Ziels und... des Levels, meine ich. Und... Ich kriege das mit dem Minispiel hier irgendwie nicht hin. Das ist irgendwo traurig, wenn man es bedenkt, ne? So. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Bossgegner aus. Aber da ist ja noch ein fünftes Level. Und das werden wir uns jetzt natürlich zu Gemüte führen. So, weg da. Ja, irgendwie hakt das Spiel zwischendurch. Ich weiß allerdings nicht, warum. Entweder habe ich meine Einstellungen falsch gemacht oder was auch immer. Ich weiß es nicht, Leute. Und das war's mit meiner Fähigkeit. Boah, vorsichtig. Au, du blöde Kanone. Kommst du mit? Weg da. Wow. Puh, knappe Sache, Leute. Knappe Sache. So, wo geht's da hin? Hm, hier gehen wir wieder an den Strand. Oh, oh ja. Nur her. Okay. Habe ich nicht eben ein Rad? Okay, ich meine, mit einem Hammer zuschlagen? Ich hol meinen Hammer, meinen Hammer, meinen Hammer. Komm her, ich wollte euch doch schon immer... Au! Ihr seid doch Scheißviecher. Nö, dich will ich nicht. Dann gib mir wieder das Rad. Ach ja, stimmt. Ich glaube, wenn man zwei von denen frisst, hat man den Vorteil, dass man dann irgendeine Fähigkeit geschenkt bekommt. Moment, da unten geht's auch noch lang. Und ich will natürlich... Stopp!
Das ist nämlich der Nachteil, man muss Kirby natürlich bremsen können. Hui! So, volle Kanne durch, volles Karacho. Und dass ich hier natürlich nochmal was bekomme, finde ich doch ganz nett. So, was haben wir hier? Ja. Hui! Freie Bahn! Ja. Okay, hier war das... Halt! Oh, Gott sei Dank, ich hab sie wieder. Nice! Bloß nicht darunter fallen. Au. So. Dann gib mir halt das Schwert. Das Schwert ist mir sowieso lieber. So. Na, ich wollte sagen, ich hab mich schon sterben sehen, Leute. Ich hab mich schon sterben sehen, aber Gott sei Dank ist ja nichts passiert. Geh weg. So. Sag jetzt nicht, ich muss den Superheld da... Nö, Quatsch, muss ich nicht. Es geht auch so. Au. Ich weiß zwar gerade nicht, wieso mich das Ding jetzt getroffen hat, aber okay, kann man machen. Das ist jetzt nur ärgerlich, weil jetzt natürlich meine Fähigkeit weg ist, dummerweise. Oh, eine Maxi-Tomate nehme ich natürlich sehr gerne. Weg da. Zieh dich. So, vorsichtig. Und da ist auch schon das Ziel. Hui! Und es reicht immer noch nicht, um nach oben zu kommen. Ich glaube es nicht. Ah, ja. Das ist dann halt so. So, wir haben jetzt hier massig Türen noch. What is that? Moment, da gucke ich gleich rein. So, was haben wir hier? Da können wir den Stein, glaube ich, bekommen, oder? Hm, Laser oder Feuer? Ich entscheide mich für Feuer. Feuerkraft kann man nie genug haben. So, gucken wir mal. Was haben wir da? Arena! Ein aufregender Kampf erwartet dich. Bei einem Sieg erhältst du eine Tomate und eine neue Fähigkeit. Dann gucken wir mal. Ach, den Hi-Yo-Pai hier. Scheiße. Eigentlich wollte ich die Eisfähigkeit haben, aber okay. Daraus wurde halt nichts. Ich meine, ich könnte da jetzt nochmal reingehen, aber einmal reicht. Aber was ist das hier? Sternteleporter. Von hier aus kannst du in eine Welt deiner Wahl reisen. Springe auf den Stern und los geht's. Nö. Nö, nö, nö. Das wollen wir ja nicht. So. Mal gucken, ob ich die mir vielleicht doch nochmal holen kann, weil die Eisfähigkeit wäre doch schon ganz nice. Au. So, komm. Hol deinen Eisblock. Da. So. Her mit der Fähigkeit. Eis ist sowieso eine coole Fähigkeit. So, jetzt kann ich die Gegner nämlich schockfrosten, denn jetzt ist, ja, Kirby blau. Sieht ein bisschen verschimmelt aus, ne? So, welchen Gegner kriege ich denn jetzt? Ach, den auch noch. Au, das war bombig. Das war bombig! Also irgendwie klappt das nicht mit den... Au. So, machen wir das halt so. Der Nachteil ist natürlich, ich habe jetzt keine Fähigkeit mehr. Aber es reicht auf jeden Fall, um auch ihn ein paar Mal an die Fresse zu hauen. Das Blöde ist nur, au, dass der Gegner mich hier gerade ein bisschen verarscht. Aber ich muss auch sagen, manche Gegner kenne ich auch einfach nicht mehr. Ne? Oder beziehungsweise die unterschätze ich ganz gewaltig. Miep, miep. So. Du willst da oben hin. Alles klar, darfst du auch gerne tun. Friss. So, genau, jetzt gehst du dahin. Nee, nee, die Gewitterwolke kannst du behalten. Nein! Das war schlecht! Das war richtig scheiße. Ich hätte mir eine Fähigkeit holen sollen. Ich hätte mir den Feuerspucker nochmal holen sollen. Naja, dann eben gleich nochmal. So, friss. So, du gehst jetzt da runter. Komm her. Komm, 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 komm. Gib her. Da, friss. Au. So war das nun nicht gedacht. So. Du gehst jetzt hin. Da oben. Alles klar. Hier kannst du nochmal fressen. Da hast du gleich nochmal was. Komm her. Was kriege ich jetzt? Kirby? Okay. Ich kriege mich selbst als Gegner? Das war aber eine schlechte Zeit. Au. Scheiße. Jetzt komme ich natürlich nicht hoch zu ihm. Oh, oh. Nein! Komm nur runter! Nein! Oh,
das dämlich! Oh, war das dämlich! Naja, gut, okay. Ist, kann man jetzt nicht mehr machen. Ist halt schief gegangen. Dann holen wir uns jetzt einfach hier nochmal eine Fähigkeit. Wozu haben wir uns das hier freigeschaltet? Gib mir das Feuer. So. Und dann gehe ich den jetzt flambieren. Wo ist das Problem? Ist ja nicht so, dass ich mir das gefallen lasse hier, was der hier mit mir macht. Da wollte ich nämlich nicht rein. So. Hinein ins Vergnügen. Soviel zum Thema flambieren. Warten wir einfach mal, bis er hier runterkommt. Au. Sag mal, willst du mich gerade verarschen hier? Alter, also irgendwie wird das hier nichts. Na, wo willst du jetzt hin? Ach komm, du bist doch ein Blöd. Das war ja wohl nichts. Okay. Dieser Gegner, den mag ich nicht. Den mag ich nicht, Leute. Aber gut, es soll ja auch nicht immer so einfach sein, ne? Gucken wir mal, ob ich mit dem Laser vielleicht ein bisschen mehr zu bieten habe. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Auf ein neues. Wir schaffen das schon. Aber es zeigt erstmal, was für ein schlechter Kirby-Spieler ich eigentlich bin. Alter, du bist doch ein Mistvieh. Wo willst du hin? Gut. Dann tricksen wir dich halt ein bisschen aus. Wo ist das Problem? Dauert zwar ein bisschen, aber besser als gar nichts. Au. Gib das her. Mir ist jedes Mittel recht, um einen Gegner zu besiegen. Es ist ja kein wirkliches Cheaten. Ich habe mir die Fähigkeit ja freigespielt. Also darf ich sie auch nutzen. So. Aber klappt doch ganz gut. Ist halt ein bisschen umständlich, aber es funktioniert und das ist ja die Hauptsache. Peng, 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 peng und tschüss. So, geht doch. Geht doch. Hey. Und wir sind nun im Buttermilchturm und damit würde ich auch sagen, Leute, machen wir erst im nächsten Part weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt gut was zu lachen gehabt. Und daher würde ich sagen, gebt mir fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik, gerne her damit. Und wir sehen uns im nächsten Part Kirby wieder. Also, ciao, ciao, euer Drake.